Der Release von Destiny steht kurz vor der Tür und wir wollen euch zum Start mit Infos zu Bungies neuen Next-Gen-First-Person-Shooter versorgen. Mein Name ist Maxi Greff und herzlich willkommen zu All About Destiny. In der ersten Folge möchte ich euch die wichtigsten FAQs zu Destiny zusammenfassen. Dies richtet sich natürlich in erster Linie an Destiny-Neulinge, aber auch die alten Beta-Hasen können bei uns vielleicht ein wenig ihr Wissen auffrischen. Am 9. September ist es soweit. Die Halo-Macher Bungie bringen in Zusammenarbeit mit dem Call of Duty-Publisher Activision den Shared World Shooter auf die PS3, Xbox 360 sowie die PS4 und Xbox One. Auch wenn es zum Launch keine PC-Version geben wird, schließt Bungie eine Portierung für den Computer nicht aus. Was ihr aber unbedingt zum Spielen braucht, ist eine bestehende Internetverbindung, denn in Destiny geht es hauptsächlich ums Miteinanderspielen. Klar könnt ihr auch alleine die verschiedenen Planeten erkunden, aber da verpasst ihr einige tolle Loot-Gelegenheiten sowie kooperatives und kompetitives Gameplay in einem riesigen Sonnensystem. Das Sonnensystem ist also unsere Spielewelt und umfasst mehrere Planeten. Nachdem ein mysteriöser Alienkrieg die Menschheit fast ausgelöscht hat, liegt es nun an den Beschützern der letzten Erdenstadt, die Geheimnisse der Vergangenheit aufzudecken, um so die Zukunft zu sichern. Die Beschützer sind natürlich wir, die Guardians, die Hüter. Und so könnt ihr gleich zu Beginn aus drei verschiedenen Rassen sowie Klassen wählen. Entscheiden könnt ihr euch zwischen der Rasse Mensch, den exotischen Geisterwesen Awoken und den finsteren Exo, bei denen als Vorlage zum Beispiel der Terminator herhalten musste. Die weitaus wichtigere Entscheidung stellt jedoch eure Klasse dar. Als Titan spielt ihr den klassischen Krieger mit starker Rüstung und Faustattacken als Spezialfähigkeit, mit der ihr massiven Schaden an euren Gegnern verursacht. Jede Klasse hat zudem eine spezielle Granate, so ist der Titan zum Beispiel mit einer Blendgranate ausgerüstet, während der Warlock mit der Vortex-Granate in einem bestimmten Radius kontinuierlichen Schaden verursacht. Der Sci-Fi-Magier unter den Klassen hat zwar nicht so eine starke Rüstung wie der Titan, dafür aber eine sehr hohe Lebensregeneration und verteilt mit seiner Nova-Bombe aus mittlerer Distanz eine ganze Ladung gesundheitsschädigende Energie. Wer lieber auf Agilität Wert legt, sollte sich für den Jäger entscheiden, der nicht nur super flink ist, sondern mit seiner goldenen Pistole und der Kraft der solaren Energie bis zu 3 Gegner instant eliminieren kann. All diese Fähigkeiten könnt ihr in einem Talentbaum noch verbessern. So steigert ihr zum Beispiel die Werte von Rüstung, euer Tempo, die Spezialfähigkeiten oder auch die Granaten. Die Waffen sind auch nicht an die bestimmten Klassen gebunden. So könnt ihr als Nahkämpfer dem Titanen zum Beispiel auch ein Scharfschützengewehr in die Hand drücken. Nachdem ihr euch also für eure Waffe und den Look eures Charakters entschieden habt, geht es ab in die Spielewelt. Auf der Erde findet ihr die Basis der Menschen, in der ihr handelt, eure Klassenlehrer trifft, euch auf Missionen vorbereitet und euch mit anderen Spielern austauscht. Hier kauft ihr auch euer Raumschiff, mit dem ihr auf die anderen Planeten gelangt und eure Kampagnenaufgaben antretet. Ob im alten Russland auf der Erde oder auf dem Mond, in der offenen Spielewelt begegnet ihr während eurer Mission immer mehreren Gegnergrüppchen, denen ihr euch stellen oder auch vorbeilaufen könnt. Immer an eurer Seite ist der kleine Geist, der euch die Hintergrundgeschichte zu euren Missionen erzählt und euch den Weg weist. Gesprochen wird er übrigens von Game of Thrones Star Peter Dinklage. We always visit such cheerful places. Während ihr die kleinen Missionen ohne Probleme alleine meistert, gibt es größere Dungeons, sogenannte Strikes, die ihr zu dritt mit Freunden oder über ein Matchmaking-System erledigen könnt. Die Missionen dauern nicht nur länger, sondern haben auch härtere Zwischenbosse und eine größere Belohnung, die am Ende auf euch wartet. Meine größte Belohnung in der Beta war allerdings, als ich endlich auf das Hoverbike steigen konnte und musste so eben nicht mehr von Punkt A zu Punkt B laufen. Cool sind auch die gelegentlichen Events, die es auf der Map gibt. So kann es sein, dass ihr zu mehreren plötzlich gegen Gegnerwellen antretet und zum Schluss als Belohnung eine richtig coole Waffe erhaltet. Aber neben der Kampagne, neben dem Erkunden der Welt und neben den Strike Dungeons hat Destiny noch einen Multiplayer zu bieten. Im Schmelztiegel tretet ihr im Spielmodus Gefecht in kleinen Gruppen gegeneinander an. Im Modus Rumble heißt es jeder gegen jeden. Und in Bergung sammelt ihr in Gruppen Reliquien ein. Wer lieber Team gegen Team kämpft, der sollte sich für den Modus Konflikt entscheiden.
Mit Fahrzeugen gegeneinander antreten ermöglicht euch der Modus kombinierbare Waffen und in Kontrolle erobert ihr Zonen, die euch die Gegner aber auch wieder entreißen können. Die größte Loot-Belohnung erwartet euch übrigens im Raid The Vault of Glass. Das soll laut Bungie die größte Herausforderung gewesen sein, die sie jemals gebaut haben. Die Raids werden weder Wegpunkte haben, noch euch Hinweise zu eurer Mission geben. Das müsst ihr alles selbst herausfinden. Zusätzlich gibt es hier kein Matchmaking-System, könnt aber via Bungie.net bestimmt schnell 6 Spieler zusammentrommeln, mit denen ihr euch den Raid-Bossen auf 2 Schwierigkeitsstufen entgegenstellt. Da der Raid mehrere Stunden benötigt, müsst ihr den Raid nicht in einer Session beenden. Ihr könnt ihn speichern und ein paar Tage später weitermachen. Doch ihr solltet vorsichtig sein, denn jeden Dienstag werden die gespeicherten Spiele gelöscht und ihr müsst nochmal von vorne anfangen. Der Zugang zu The Vault of Glass liegt auf der Venus und scheint im Moment noch der einzige Raid im Spiel zu sein. Aber nachdem Destiny ja einen 10-Jahres-Plan mit Activision ausgehandelt hat, können wir davon ausgehen, es wird noch einige Planeten und noch einige Raids in Zukunft geben. Das war's erstmal zu der Welt, zu den Klassen und zum Gameplay. Und von mir gibt es jetzt noch ein paar Infos zu technischen Daten und zu den verschiedenen Editionen. Destiny läuft auf der PS4 als auch auf der Xbox One in 1080p mit 30 Frames per Second und wird von der Softwarelösung Umbra 3 unterstützt, die auch im kommenden The Witcher 3 und Quantum Break seinen Einsatz findet. Damit wird nur der Teil der Spielewelt gerendert, der auch tatsächlich im Blickfeld ist, und das spart nicht nur enorm an Rechenleistung, es läuft auch flüssiger und die Welt kann mit älterer Hardware besser skaliert werden. Der Hauptteil der Destiny-Musik kommt übrigens von den Halo-Komponisten Marty O'Donnell und Mike Salvatori, die von keinem geringeren als dem Beatles-Mitglied Paul McCartney unterstützt wurden. Zusätzlich erscheint das Spiel in Deutschland auf allen Plattformen in Englisch und in Deutsch, so könnt ihr euch für eine Sprachausgabe entscheiden. Neben dem Spiel steht euch noch eine Companion-App für iOS und Android zur Verfügung, mit der ihr unterwegs eure Rüstung und das Inventar verwalten sowie Statistiken eures Fortschritts einsehen könnt. Neben der normalen Standardversion gibt es Destiny noch in 2 Sammler-Editionen. In der Limited Edition erhaltet ihr ein Steelbook, ein Hüterhandbuch, eine antike Sternkarte, einen Feldleitfaden für Waffen und Ausstattung sowie noch ein Spezialabzeichen und ein Spielerschiff-Skin. In der Ghost-Edition erhaltet ihr zusätzlich noch eine Geistfigur mit Licht- und Toneffekten. Beide Editionen enthalten übrigens den Destiny-Erweiterungspass, mit dem ihr 2 weitere Zusatzkapitel für die Kampagne, mehr Multiplayer-Maps sowie neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände bekommt. Einzig im Vorteil sind die PlayStation 3 und PlayStation 4 Besitzer, die zusätzlichen Content wie den Staupalast als Strike Dungeon und einen Zugang zur Multiplayer-Karte Exodus Blau sowie exklusive Waffen, Ausrüstungsset und Schiffe bekommen, aber das Ganze ist zeitlich begrenzt. Und wer noch keine PS4 besitzt, dem dürfte vielleicht das Destiny Glacier White PS4 Bundle interessieren. Der erste downloadable Content erscheint bereits im Dezember mit dem Namen Das Dunkle Unten. Wer sich den Season Pass kauft, kostet ca. 35 Euro, der kriegt gleich das 2. Kapitel dazu, auch mehrere Waffen und Multiplayer-Maps. Das war es erstmal von mir zur ersten Folge All About Destiny. Nächste Woche geht es dann weiter mit einem Unboxing-Video und es werden auch weitere Videos folgen. Multiplayer-Tipps, Raid-Tipps, Klassentipps, alles was das Herz begehrt. Und wer sich bis dahin die Zeit vertreiben will, der geht am besten auf destinyplanetview.com. Dort kann man die Welt von Destiny via Google Street Map genießen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder den Play-Button drücken würdet, wenn es heißt All About Destiny.